Wenn du Nachbarn, die vor unserer Einfahrt parken, mit bärenstarken verbalen Aufwärtshaken zurechtzuweisen versuchst, oder wenn du mal wieder auf irgendwelche Politiker fluchst, wenn du Geschichten erzählst oder genervt deine To-Dos aufzählst, wenn du von deinen Erlebnissen berichtest oder Probleme derart schwer gewichtest und beginnst, ihnen einen hohen Wert beizumessen, obwohl du weißt, morgen hat sie eh jeder vergessen, komme ich angesichts deines Stimmumfangs mal wieder ins Staunen, denn den Ausdruck aller Launen, vom leisen Raunen bis hin zum Brüllen, kann deine Stimme problemlos erfüllen. Wenn du mich rhetorisch geschickt zur Hausarbeit verpflichtest oder Metapher auf Metapher schichtest, sodass du dich nicht mal selbst verstehst und dann in die Luft gehst, wenn jemand ein zweites Mal nachfragt oder auch nur einen kritischen Blick wagt, wenn du mich mit einem Wortschwall vernichtest oder dem Verkäufer sachlich erklärst, dass du lieber verzichtest, wenn du beginnst, mit Fachwörtern komplexe Fragestellungen zu erörtern, bewundere ich nicht nur, wie du situationsangemessen deine eigenen Interessen sachlich fundiert und stichhaltig argumentiert zu verteidigen weißt, sondern auch, wie unerbittlich du dich an den Themen festbeißt. Doch das lebhafte Erzählen über jede Thematik ist wohl das schönste Geschenk deiner Wortakrobatik. Und könnte ich wählen, hörte ich dich wirklich immer wieder gern erzählen. Denn du kannst in so lebhaften Bildern all jenes schildern, was ganz unbewusst geschieht oder so klein ist, dass es sich dem Blickfeld leicht entzieht. Lausche ich deinen Worten, weiß ich jedes Gefühl sicher zu verorten. Denn durch dein ausgezeichnetes Vokabular ist für mich alles ganz glasklar. Auch werden deine Geschichten nie der Vergessenheit verfallen, da sie sich durch die bildhafte Sprache regelrecht an mir festkrallen.